Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum EM-Orakel und zur Partie Russland gegen Wales. Jupp. Mhm. Wir sind beim letzten Spieltag und das in der Gruppe B. Russland spielt jetzt gegen Wales. Ich bin aber gespannt, wenn diese Folge online kommt, wie es in Realität aussieht, ob die schon gespielt haben, die beiden oder nicht. Auf jeden Fall, wir vier sind wieder am Start. Thomas, Pascal und Tobias. Moin. Ja. Moin. Und weißt du, warum Gruppe B heißt? Jetzt kommt's. Weil es die Gruppe B ist. Okay. Und ich dachte, die Gruppe Bravo. Bravo. Ja. So. Alpha, Bravo, Delta, Omega. Ja. So, also, das ist die dritte Partie bei der vierten Aufnahmesession und bitte alle einmal in die Kommentare schreiben, Hashtag armer Pascal. Aber ich meine das jetzt auch nicht, um ihn irgendwie... Was macht Linksverteidiger rechts? Die Außenverteidiger sind schlecht. Außenverteidiger sind immer schlecht. Ja, egal. Entschuldigung, war mein Handy. Nimm das mal bitte vom Tisch. Ich leg's ihm bitte. Ehe wir gleich tippen, obwohl, nee, ich warte noch eben, weil ich muss gleich noch Batterien holen, weil es kann gut sein, dass der Controller vom Tobi, also mein Nummer 1 Controller in dem Sinne, dass der einfach ausgeht. Entschuldigung, muss noch mal. Ich mach. Alles gut für dich. So. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Einlaufen der Teams und bei der Nationalhymne von entweder Russland oder Wales. Was soll ich denn da machen? Schießen. Alter, wir sprechen von taktischen Teams. Pascal ist gerade ein bisschen im Akku-Modus. Ist das Mikro an? Ja, das Mikro ist an. Gut. So, und falls ihr euch fragt, welcher Tag heute ist, heute spielt, gerade aktuell, Türkei gegen Kroatien und nein, Kroatien führt. Und ich muss auf Toilette. Hier steht nicht durch wen. Noch nicht. Ja. Hä? Achso, ich bin ja die Gelben. Genau. Mit Wales spielst du, mein Lieber. Ja, das war's. Ja! Mit dem Verliefern. Luka Modric hat das Tor gemacht. Der Madrilene. Hat das Tor für Kroatien jetzt gegen Türkei. Mann! Ich glaube, dann kommt er doch Kroatien in dieser Gruppe mit Spanien weiter anstatt Türkei. Sag ich doch. Ja! Oh, ey! Oh, das war knapp, oder? Ja. Was machst du da? LOL! Aufs Tor schießen! Du sollst ins Tor schießen und nicht aufs Tor! Ja. Ab wo, Tobi? Auch bei einem Airsoft-Team mitzumachen. Inwiefern? Ja. Airsoft. Software-Schießen. Auf jeden Fall. Jo, wir gründen hier gerade ein Team. Wir nennen uns dann die... Delta-Verkast. Also ich werde immer noch gerne dabei. Nein. Wir nennen uns die Spartanisten. Gibt es schon. Dann nennen wir uns die...
Ne, das sage ich jetzt nicht. Danke. Wir nennen uns die. Warte mal, überlegen. Ja? Wir nennen uns. Boah, warte, ich reim jetzt mal irgendwas zusammen. Also. Wie viele sind denn dabei, Thomas? Wie viele sind denn jetzt? Wir vier. Musste da noch einer hinzu? Ja, das sind immer 5 gegen 5 Teams. Oh. Oh nein! Wir brauchen noch einen Funker. Dankeschön! Oh. Wir brauchen noch einen Funker, weil wir haben Sniper, also Spotter und Sniper. Okay. Was soll ich nicht spielen? Wir haben 2 Sturm. Okay. Mhm. Beziehungsweise MP-Schützen. Mhm. Und dann brauche ich eben halt noch den Funker, der dann hinten alles koordiniert. Das so, und dann müssen wir noch einen finden. Wer kommt denn da am besten in Dings? Antje, die kommt damit nicht klar. So. Die würde, da würde unser Overlord einfach direkt einen Hit kriegen. Und wenn ich dann tippen jetzt zum Sport, ich hab keinen ein. Aber Thomas, was soll ich denn sagen? Du wirst Sturm machen, weil Passi und ich machen die Sniper-Fraktion. Okay. Nicht okay. Dann rennst du nämlich mit Full-Auto-Waffen rum. Ja. Entweder Full-Auto oder Semi-Auto, wenn wir über 1,5 Pool spielen. Ja. Weil das ist also mittlerweile im Gesetz verankert. Ja. Ich war ja schon mal in so einem Verein, also. Ja, aber ich, besorgen, Airsoft-Waffen ist jeder sein eigenes. Ne? Ja, das ist klar. Das heißt, ich hab sogar schon einen geilen Namen. Wir nennen uns Topanieas. Yo. Das sind unsere Namen kombiniert. Ja, buchstabier wir mal. Weil ich notiere mir jetzt ein bisschen alles. Ja. Okay. Was stehst du denn genau davor? T-H-O? Ja. P-A-N? Ich versuch das immer wieder. I-E-A-S. Na, I-A-S, okay. Wir können es aber auch die Teppichficker nennen. Ja. Nein, ich hab da nämlich noch was. Ich hab nämlich noch was im Kopf. Ja. Das ist jetzt wieder sehr COD-lastig. COD. Also COD-lastig, Sentinel, ja, Team 3. Okay. Team 3 haben wir nämlich noch nicht kennengelernt, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und jetzt schreibt mal bitte unten in die Kommentare, Pascal verbessert sich. Was für verbessern, Alter? Ja, du spielst dann hätte ich jetzt schon ein Tor gepumpt. Ah, nein! Alter, mach schon wieder so scheiß Tore! Oh Mann, ey, das ist wirklich unfassbar. Das war ein Blick, Digga. Wow! Das ist immer noch mein Zimmer. Meine Handicap. Alter, du machst schon wieder so scheiß Tore. Schreibt in die Kommentare jetzt hier am letzten Spieltag, ob dieses Tor für euch das vor dieses Spieltags ist oder nicht. Und komm, Pascal, du kannst es jetzt. Jetzt wecke einfach das Tier in dir. Aber das nicht, willst du nicht! Aber nicht, ja! Das ist nämlich eine riesige Kampfsau. Aber nicht, aber ich will das erst im Spielzeug, nicht in Realität, das ist ja der Unterschied. Ja, aber in Realität würde das dann so aussehen, er würde einen Schweinekopf mit Wildschweinpowern kriegen. Willst du mich verarschen, du Hurenfänner? Aua! Aua! Mann, jetzt hör doch mal auf! Alter! Gewalt ist keine Lösung. Ach was. Doch, manchmal schon. Freistoß für Rails. Genau, Gewalt ist keine Lösung, aber eine von vielen. Ist klar, ne? Noch Namensvorstellung? Ich experimentiere mal ein bisschen. Wie wäre es mit... Ich kann einfach keine Freistöße. Oh, da klaut er mir den Ball vom Fuß. Sehr so ein ruhiger Spieler, wa? Ja. Wie wäre es mit Dapaiasmus? Dapaiasmas. Buchstabier. D-A. Ja. P-A. I-A-S. I-A-S. M-A-S. M-A-S. Ich notiere erstmal alle Namen, die so als. Wie wär's mit dem Spastiker? Nee, ich hätte da aber was Nettes. Wie wär's mit Hashtag unrasiert? Oh Gott, nee, auf keinen Fall. Oh, Alter. Oh Gott. Zumal ich rasiert bin. Ja. Ich hab eine richtig geile Idee. Der Gillette-Trupp. Weißt du wieso? Gillette hat die. Nein. Wir rasieren. Ja, also.
Oder wie wäre es mit Hashtag Passig? Ja, ernsthaft? Das wird jetzt ernsthaft zum Slogan machen, ne? Ja. Alter, ihr müsst das verstehen. Pass auf, das war jetzt letztens, Pascal hat mich besucht. Dann war es so, dass, und dann war es so, dass wir auf meinem Balkon saßen, haben ein bisschen geredet, hab halt erzählt, was ich, okay, natürlich habe ich es nicht erzählt, aber ich habe Pascal erzählt, dass sein Geschenk unterwegs ist. Ich habe es bestellt, vor. und da habe ich halt meinen Status auf WhatsApp geändert. Nein! Ja, ja! Nein! Ja! Das Kanu hat sie geschlagen! Das ist auch mega Fail von dir! King, Schön, Pascal kommt jetzt endlich mal zurück. Das Tier erwache ihn! Passi, hast du einen Vorschlag? Einen konstruktiven? Hashtag Passig! Hashtag Passig! Oder wie wäre es mit Hashtag... Warte mal... Alter! Ja, man weiß gar nicht mal so bumm. Hashtag Elasas. Nee. Das sind unsere Endbuchstaben. Nee, das hört sich kacke an. Was haltet ihr von. Dass ich nicht über Fußball rede und hier über Namen jetzt. Übernahmen. Ja, wir haben auch noch keine Tipps abgegeben. Das stimmt, aber das kommen wir ja noch zu. Oh nein! Oh. Wie ist es mit Hashtag oder einfach oder ohne Hashtag Departurop? Das sind unsere Antworten. Ich hab nämlich noch eine geile Idee, ich weiß noch. Ja, nicht, Junge, wie du mit der Schublade umgebolzt hast. Weil kurze Dings, weil das ist dann noch einfacher im Logo umzusetzen zum Beispiel, weil ich will richtig so diese Klett-Logos fertig machen lassen dann auch. Dann lass einfach sagen DTTP. Ja. Ich nenne mich einfach mal dreist zuerst und du nimmst es auf. Alles klar. Nee, ich bin eigentlich Teamleader, das heißt in dem Sinne. Aber wenn wir es chronologisch angehen, kommt dir das D vor dem T. Und ist doch scheißegal, Leute. Ja, oder du sagst DTPT. Na, das passt. Das passt so, das ist schnell auszusprechen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oh nein, Tobi, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht. So, und so. Wir sind ja jetzt schon bei der zweiten Halbzeit. Das heißt, ich sollte mal eben hier die Statistik nennen zwischen diesen beiden Mannschaften. Und dann würde ich sagen, tippen wir auch langsam mal, Jungs. Aber noch nicht. Oh. Wo ist denn das? Russland gegen Wales. 9 Aufeinandertreffen, 5 Siege Russland, 1 Sieg für Wales und 3 Remis. Thomas, nein. Thomas, warum stehst du? Ganz einfach, weil ich gerade Strecke bei mir dabei. Achso, okay. Hätte mir gerade gewundert. Die letzten Begegnungen gab es bei der WM-Quali 2010, da waren beide in Gruppe D. Da ist erstmal Robson Kane. Oh, das kam wieder. Russland hat 2-1 gewonnen im Hinspiel zu Hause. Pavlyuchenko und Kremja kamen getroffen. Und ich mach sie. Ja! Ja! Das sind genau solche Scheiß-Tore, wie du immer machst! Williams! Mann! Ja, Robbie! Obwohl es nicht Robbie ist, aber egal. Robbie Williams. Jamie Williams. Das sind genau solche Scheiß-Tore, die du sonst auch immer machst. Schreibt mir, ist das euer schönstes Tor an diesem Spieltag? Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch hübschere. Oder es gab schon schönere Tore. Ach, aber wenn du mich gerade so abgezogen hast. Ich dachte es ja auch. Ja! Wollt ihr diskutiert mal weiter? Okay. Ich muss über dein Bett sprechen. Geh doch einfach eben schnell vorbei. Nein, ich husch den nicht zu. Boah, ey, jetzt trampelt er mich hier über. Nein, ich knie über dein Bett. Das sieht behindert aus. Ja, aber wenn ich auch einer so als den Leuten dadurch durchs Bild zu tun hänge. Oh, Mano. Wir hätten jetzt wen gefallen. Welche? Werden sonst. Also, nochmal, letzte Begegnung bei der WM-Quali 2010. Russland hat das Hinspiel 2-1 gewonnen. Pavlyuchenko und Pokremniak haben getroffen. Pokremniak, ja ehemaliger Stuttgarter.
und aus Waliser Sicht hat Joey Ledley getroffen. Und im Rückspiel hat Russland 3-1 in Wales gewonnen. Für Wales hat getroffen James Collins. Und aus russischer Sicht hat getroffen Semchov, Gnatschewitsch und Pavlyuchenko. So. Und auch wenn Thomas jetzt weg ist, aber eigentlich machen wir es ja immer so. Ihr beiden, ihr spielt ja jetzt. Und auch wenn Pascal führt und Tobi sich darüber aufregt, aber ich denke, es ist schon verdient, muss ich sagen, da Pascal spielerisch jetzt und in dem Sinne muss ich auch zugeben, besser ist. Gerade. Das stimmt. Nicht, Tobi? Da musst du auch zustimmen. Man will es nicht eingestehen, aber er nickt. Ja. Ja! Wie gesagt, er brachte das Monster in dir. Das Monster trinken. Lol, da kam der doch einfach so durch. Natürlich. Hätte es eine Sekunde früher schießen müssen. Ja. Angesetzt war das schon, aber. Ja. Jetzt halt. Watson Kane wieder, da ist das Kanu. Oh nein! Was tippt ihr beide denn? Möchtet ihr beide schon euren Tipp? 2-1 Wales. 2-1 Wales? Ja. 2-1 Wales. Ja? Okay. 1. Ich warte erst auf Thomas Tipp, dann gebe ich meinen Tipp ab. Ich weiß wohl schon meinen Tipp. Ja, was denn jetzt schon wieder? Abseits, glaube ich. Ja. So. Oh nein! Wo passt der Spacko hin? Wo passt der Spacko denn hin? Das ist immer ganz gefährlich, wenn man in der Abwehr ist und dann so. Ja, ja, aber das kann ich. Das kann ich ziemlich gut so. Zack. Da ist er vom pissigen Pott wieder zurückgekehrt, der Thomas. Jo. Was tippst du? Die anderen haben schon den Tipp abgegeben, beide tippen 2-1 für Wales. Ja, ich bin da auch so in dem Dings, in dem Genre, aber ich tippe mal auf den Remis, weil Russland ist ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wie stark die sind. Ja. Ich tippe auf 1-1. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Weil ich tippe auch 1-1 und ich wusste schon mein Tipp. Irgendwie tippen wir beide fast immer gleich, okay. Das heißt, Thomas und ich tippen beide 1-1. So. Da haben wir unsere Tipps, ich kann da nochmal zusammenfassen. Also Thomas und ich tippen 1-1. Und, Tobi und Pascal tippen 1-2, so wie es hier auch noch aktuell steht. Und das war schön, Aaron Ramsey, der Gunner, spielt ja bei Arsenal London. Das Flanken war jetzt nicht so schreck. Joey Allen da am Ball, der beim FC Liverpool spielt das Ganze. Chris Gunter. Oh, der kann man so gar nicht schießen. War aber auf der schwachen Fuß. Ja. Darf man nicht vergessen. Oh, scheiße. Mir ist jetzt auch gerade hier voll im toten Blick. Wieso wechselt er einfach den Spieler? Ja. Wieso wechselt er einfach den Spieler? Ich hätte mit denen noch gut was machen können, aber nein. Dann bist du aus Versehen halt auf LB oder auf. Nein, bin ich nicht. Rechten Stick berühre ich noch nicht einmal. Habe ich heute noch nicht einmal berührt. Und das mal. Ja, ich weiß, aber ich kann das einfach nicht. Da dribbel ich lieber mit den Linken. Ja, Hackenschlagen nimmst du dann eher. Ja, aber das kann ich auch viel besser. So. Ja, dauert nicht mehr lang die Begegnung und in Realität spielt ja im Moment Türkei und Kroatien und da steht es, der letzte Stand war ja 1-0 für Kroatien und so steht es auch immer noch. Zweite Halbzeit läuft auch schon 49. Minute. Alter! Rot! Von Rot! Russland. Rot! Komm! Rot! Kommt das in die erste rote Karte? Ja! Ja! Tobis erste rote! Ganz ehrlich, sorry, das soll jetzt nicht hässlich sein. Verdient! Erste rote! Thomas, kein Kommentar mehr von sich, der da vom Pott zurückgekehrt ist. Scheint wohl, dass aber alles aufgeklärt hat. Was jemals in existiert. Danke, nee, ich bin nebenbei noch ein bisschen was zum Überlegen. Krieg dich. Aber ja, ich kann sagen. Aus.
gerechtfertigt, dass Tobi das erste Mal jetzt seine rote kassiert hat. Gerechtfertigt, Alter. Ihr alle habt es verdient, rote Karte zu kassieren, weil ich bin irgendwie fast immer der Einzige, der richtig fresh ist. Das muss man irgendwie schon sagen. Ey, ist doch so. Hä, warum müssen die jetzt alle verletzt? Bei dir ist einer verletzt, einfach so. Was hat der? Muskelriss in der Wade, das hatte ich doch schon mal. Wechsel Edwards ein. Edwards, wo ist der Otter? Oder Worgen, einen von den beiden. Alter, die sind ja fast alle gut bei dir. Ja, die laufen ja auch, ne? Zentrales. Worgen. Wo ist der Otter? Ne, der zentrale ist defensiv. Ja, aber das, das ist zumindest ein Stürmer. Entschimmert. Ja. Das jetzt. Ja. Unser Torwart einwechseln. Du hast halt Torhüter mitgenommen. Das war doch schon so. Tobias wechselt den Torhüter ein. Was? Gilliam. Der wurde auch eingebürgert neben Neustädter. Ich habe noch mal eine kleine Frage. Ja. Ja. Wer soll das werfen? Soll ich das machen? Weil ich bin zeichenlustig, glaube ich, begabt an die Alibi. Das stimmt. Ich bin überhaupt nicht zeichenlustig. Ich auch nicht. Aber ich kenne mich mit dem PC aus und da kann ich auch einige grafische Sachen machen. Und so ist es nicht. Also, ja, du kannst von Handzeichen meinen Wurf in die Grafik umsetzen. Digitalisieren, ja, kann das genau. Da. Digitalisieren. Oh, Junge! Ich guck auch, dass ich das nicht zu schwierig Nein, Mann! Aha. Da warst du zu nah an der Außenlinie, deswegen konnte die Flanke da nicht so gut verwertet werden. Also, Nachspielzeit 4 Minuten. Passiert hier noch was? 1-3 oder noch ein Ausgleich? Da ist Church. Kein Foul, alles fair. Oleg Schatov, mit dem Tobi auch sehr erfolgreich ist, muss man sagen. Oh, oh. Da ist Yusupov, aber Allen läuft den Ball ab. Church passt zu Richards. Aus. Haha! Ein Wales, großer Schick unter Druck. Du steht auch unter Druck, wenn er aufgepackt ist. Ich muss jetzt so einen Spruch bringen, damit du mal wieder lachst und nicht hier so in diesem dunklen Blick bist. Und das war's. Ja! Ja! Ich hab mal wieder gewonnen! 2-1. Sagt das Orakel, bitte schießen Sie den Controller nicht an, das ist nur mein Controller. Egal! Das war's mit der Begegnung. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, ob auch hier ein Tor wieder so würdig ist, dass man sagen kann, schönstes Tor am letzten Spieltag. Oder es gibt noch schönere, oder es gab schönere. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Pascal. Was? Achso, ciao.